und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Kurz meine Kopfhörer. So. Meine Kopfhörer kurz richtig gemacht. So. In der letzten Folge haben wir uns hier außenrum das Haus angeschaut. War ein Fass. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Können wir die mitnehmen? Ich glaube, diese Tonne ist untrennbar mit der Planetenoberfläche verwachsen. Schade. Machen wir mal mit dem Flöhen. Hallo? Jemand zu Hause? Grüezi. Hallo. Hallo. Hui, da ist ja eine Menge los. Grüezi? Gott, bayerische Flöhe. Ja, kann ich mit der was machen? Hier wohne ich also. Kann ich die benutzen? Zu. Okay. Hier lang ging es nicht. Und hier haben wir auch. Hier haben wir auch alles angeguckt, das weiß ich. Dann benutzen wir mal die Zange mit der Tür. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Dann nutzt die Tür. Zu. Nicht gut. Den stecke ich da so bestimmt nicht wieder rein. Okay. Was machen wir mit dem Schlüssel jetzt? So. Ah, nee, hier runter, nach unten. Hier zum Schuppen, genau. Zum Schuppen, da will ich hin. Hier rein. Wollt ihr einen Schuh nehmen? Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Ach so, aber das ist ein Farbtop. Spaten. Die brauchen wir nicht. Gibt's hier irgendetwas? Ein Rad. Kann man ein Rad mitnehmen? Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Und ich verstehe nicht ganz, warum Mathis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Ja. So. So, Veranda. Wir haben jetzt einen Spaten. Nach hinten. Ach, schon wieder das. Ma? So. Irgendwie verbockt sich das Inventar ab und zu mal. So. Jetzt aber, ich glaube, Spaten vielleicht mit den Disteln? Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Ah ja, Kellerfenster. Nutzt Kellerfenster. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Nein, der Fußnagel hat nicht genug Wumms. Hier, Wumms? Ah, hat tatsächlich geklappt. Gut. Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, das wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. Brrr. Ach ja. Schauen wir uns das Feuerholz an. Das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende.
Ah, nehmen wir es doch mit. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Ja, das ist nicht. Moment, haben wir einen Ofen. Hören wir den an. Der uralte Eisenofen. Ja, können wir. Riechen wir mal ein bisschen Feuerholz. Das haben wir noch nicht gemacht. Hallo, ihr Scheite. Bekommt man in der Nähe zum Ofen nicht ein wenig. Was? Hier ist ein Ofen? Wo? Wo? Paranoia? Ja. Das schaffe ich nicht. Nee, aber dann reden wir mal wenigstens mit. Hallo, alter Ofen. Zeig mal, wie dick dein Finger schon ist. Willst du. Oh. Nein. Nein, nochmal reden. Hallo. Zeig, willst du mich säubern? Dann musst du dich sehr weit reinbeugen. Oh. Nein, lieber nicht. Können wir den Ofen benutzen? Mir ist nicht wirklich kalt. Ob das an den Medikamenten liegt? Was haben wir hier denn noch? Ach ja, die Bratdosen. Bratdosen. Ein sensationelles Sortiment an saftigen Sommertönen. Habt ihr Orange gesehen? Der ist ausgebüxt! Ja, so. Nutzlosigkeit im Glas. Ich habe keine Zeit für ein Gespräch mit rostigen Nägeln. Ottner. Wer ist Ottner? Edna. Wird ein bisschen, humorloser, merke ich gerade. Ein alter, langweiliger Kakao. Und sachlicher. Was so, als würde sie von ihrem kindlichen Sein hin zum Erwachsenen. Ich habe nie verstanden, was strahlend weiße Tücher im Kohlenkeller machen. Oh. Ich habe keine Zeit. Haben wir schon. Hallo, alter, langweiliger Karton. Ach. Ja, das kenne ich. Seid ihr aus reiner Wolle gewebt? Typisch. Die saubersten Tücher haben das dreckigste Lachen. Ja. Das habe ich früher immer getrunken. Derselbe zähe Geschmack wie früher. Oh, okay. Ja. Du kratzt im Hals. Können wir das mitnehmen? Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Aber du scheinst es gerne zu trinken, Edna, also. Die ist so haltbar, dass Matti sie immer als Wundsalbe benutzte. Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Ist das nicht was Schönes? Keine Zeit für Blablabla mit Rhabarber. Will ich nochmal hören. Keine Zeit für Blablabla mit Rhabarber. Klingt schön. Oh, das war erstaunlich einfach. Ja, hier dachte ich so, nachdem wir in der Tempomorph-Szene diesen Raum nur einmal ganz kurz sehen, noch nicht mal drin spielen können, und sofort quasi zurückgeblendet wird und Edna aus ihren Erinnerungen gerissen ist, müsste es für den Spieler ein tolles Erlebnis sein, jetzt endlich hier zu stehen an dieser Stelle, auch wenn es halt alles viel hässlicher und verwarzter aussieht, und das Haus weiter erkunden zu können. Leider ist der Raum so hässlich geworden, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, ich hoffe, die Reaktionen mit der Pilzsuppe im Vordergrund machen wieder einiges wett. Ja, gut, dass du mir vorwegnimmst, was ich sowieso angucken wollte. Sticht ein bisschen eine raus. Über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Ja, ne, ist doch ein Positives, ne? Es lebt noch was. Hui. Ich wollte gerade sagen, das keine gute Idee. Hallo, 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ich bin wieder da. Willkommen zu Hause, Edna. Es ist immer schön, alte Bekannte zu treffen. Ja. Außer. Zu. Die Hintertür wollte ich nicht benutzen. Ich wollte den Topf benutzen. So. Gut, dann gehen wir mal weiter zum Durchgang. Oh. Mit Bleistift vorzeichnen.
mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen reinsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren, Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt, oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, dann, bauen wir mal Pflanze. Mal schauen, was die uns... Hier ist alles tot. Hey. Kannst du mir sagen, wo Spaß. Der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Ja. Benutzen eine Haustür. Zu. Habe ich mir gedacht. Schon Mäntel. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Hm. Zum Glück sieht das Herr Mantel nicht. Nein, ich will reden mit Mantel. Hallo? Mantel des Mach! Ich muss irgendwie schauen, dass ich meine Maus anders lege. Das ist ja. Oh! Hallo? Mantel des Schweigens. War doch Telefon, nein. Spiegel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Och. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Gut. Was haben wir denn noch? Hier haben wir die Küche, da waren wir schon. Im Salon können wir unten nach oben. Gehen wir zuerst im Salon. Zum Salon. So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum, für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Und zwar gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mattis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll. Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird, und Mattis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden, hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Edna eingefallen und dann habe ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, weil ich da hinten die Rügenwalder Mühle gezeichnet habe. Ja. Fun Fact. Ja, dann schauen wir mal den Tisch an. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Gehen wir mal mit ihm. Erinnerst du dich noch? Ich wollte nie meine Thunfischsuppe essen. Wie könnte ich das vergessen? Du hast sie gesammelt, aufbewahrt und dann eine super Wasserbombe damit befüllt. Alfred hat noch Wochen später gestunken. Okay, benutzen wir den Tisch. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Willst du das? Okay. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Ja, okay. Wobei. Ich kann nicht. So, wenn wir? Der Anblick lässt mich verstummen. Dann benutzen wir das Bild mal. Nein, dahinter ist kein Tresor. Dann nehmen wir es mit.
Papa brauchte den ganzen Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Wir waren ein eingespieltes Team. Ja. Aber Edna hatte recht, wir haben keine Zeit mehr, denn die Folge ist schon vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.